Die USA, hoffnungslos überschuldet. Die Europäische Union, mindestens ebenso überschuldet und kurz vor dem Zusammenbruch, inklusive seiner wackeligen Gemeinschaftswährung. Täglich kommen die großen Ratingagenturen mit neuen Horrormeldungen und sprechen einem EU-Land nach dem anderen die Kreditwürdigkeit ab. In der weltweiten Finanzkrise geraten die Banken zunehmend unter Druck. Wo das Vertrauen in das Papiergeld schwindet, sind viele Bürger verunsichert, wie sie Werte schaffen oder auch nur erhalten können. Wen trifft die Schuld an der Krise wirklich? Thank you.